Ja, ein bisschen mehr zu unserem Investmentstil. In der Basisanalyse unterscheidet er sich gar nicht so sehr, aber wir shorten halt nicht. Wir shorten nicht. Das ist eben bei Value-Investoren normalerweise der Fall. Und dazu jetzt ein bisschen mehr, wie wir uns aufstellen für das kommende Jahr, vielleicht auch für die nächsten Jahre. Nochmal zur Performance. 2021 war die super nach dem Corona-Crash. Letztes Jahr haben wir uns der Korrektur nicht entziehen können, sind so ungefähr auf Indexniveau gewesen. Welche Konsequenzen habe ich daraus gezogen? Ja, ganz einfach, mache alles wieder selber. Nein, das ist zu einfach. Ich habe natürlich Leute, die mir zuarbeiten, aber ich treffe alle Investmententscheidungen wieder selber. Ich habe im Laufe der Jahre etliche Millionen in Investmentteam investiert, aber warum soll es mir anders gehen als großen Firmen, großen Investmentgesellschaften? Ich habe gute Leute, die helfen mir bei der Analyse, aber ich manage, jede Entscheidung wird von mir initiiert und gemacht. Das geht natürlich nur, wenn man die Portfolios strafft, die Investmentideen möglichst einfach hält. Und einfache Investmentideen sind gute Investmentideen, wenn sie denn sich bewahrheiten. Viele Analysten sind berauscht von komplexen Ideen. Das können ja auch schöne Theorien sein. Manchmal klappt es ja auch. Aber je einfacher, desto besser. Muss natürlich stimmen, das ist klar. Und wir sind voll investiert, also da unterscheiden wir uns dann auch, sind halt Langfristinvestoren, Value-Investoren. Was ist Value Investing? Solides Geschäftsmodell, also gute Unternehmen mit einem guten Management zu einem attraktiven Preis, wenn möglich. Aber Qualität ist viel, viel wichtiger als Preis. Wir investieren in zwei Arten von Unternehmen, in die Top-Unternehmen. Da kann man sich beim Preis großen Spielraum erlauben. Und die behält man auch lieber länger, als dass man sie verkauft. Sag mal, Amazon hatte ich im Jahr, im Herbst 1998 im Wert von 80.000 Dollar. Die habe ich dann, also da hatten sie sich verdoppelt. Ich hatte 40.000 investiert, dann waren es 80, dann habe ich sie verkauft. Das ist ein sogenannter Error of Omission. Also Error of Commission, sie kaufen und es geht in die Hose, und Error of Omission, sie kaufen nicht und es explodiert. Und das ist der Vorteil, den Value-Investoren gegenüber Tradern haben. Wenn sie die richtigen Unternehmen haben, die sind nach oben offen. 1000%, 10.000%, 20.000%, 11 €/MH, haben wir eben darüber gesprochen, haben wir erst vor gut einem Jahr gekauft. 50% plus. Das muss jetzt auch nicht so weitergehen, aber dass da die langfristigen Trends intakt sind, darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Die Qualität testen wir mit der Königsanalyse. Geschäftsmodell 40%, Management 30%, Bilanz 30%. Da werde ich auch einige Webinare anbieten. Das Buch kommt im Juli jetzt raus. Ich habe länger dran gesessen als an den meisten anderen Büchern. Es hat gedauert. Ich hatte ja auch ein paar andere Dinge noch auf dem Schreibtisch, aber jetzt ist es fertig. Ich habe mir viel Mühe gegeben und es ist nicht ganz einfacher Stoff. Also es ist wahrscheinlich nicht Bestsellerqualität, sondern es ist eher tatsächlich ein Analyselehrbuch. Aber das kommt jetzt demnächst dann raus. Und die Bewertungsverfahren, die wir anwenden, sind sehr einfach. Da muss man gar nicht groß rechnen mit DCF und so weiter. Reichen uns ganz einfache Schätzungen des Wertes. Value Investing, wenn Sie ein Unternehmen haben, was nicht wächst, so, dann hat das einen gewissen Wert. Mercedes-Aktie, was weiß ich, 50, 60 €. Und der Kurs macht dann dieses. Ja, der geht mal rauf, mal runter. Wie sagte Benjamin Graham so schön, die Börse ist manisch-depressiv. Einmal ist sie im Overdrive, einmal ist sie depressiv. Und dann muss man eben irgendwo, das muss nicht genau sein, man muss eine Vorstellung haben, was ist denn das Ding wert? Denn der Kurs ist nur das Preisschild. Der Wert ist der Wert dieses Unternehmens in der Wirtschaft. Und wenn man dann mit einer Sicherheitsmarge kauft, kann nicht so viel verkehrt gehen, wenn das andere gestimmt hat. So, das Problem ist, dass wenn man kauft, die Aktie meistens weiterfällt, weil man in die Schwäche hineinkauft. Also wir machen kein Momentum, es geht wirklich anhand fundamentaler Zahlen. Da muss man durch. Das kann auch mal ein Jahr dauern, auch mal zwei. Selten, aber doch. Und verkauft man irgendwann.
Wobei, wenn ein Unternehmen wächst, wenn der Unternehmenswert im Laufe der Zeit wächst, und nochmal zurück, das ist der Normalfall. Die meisten Unternehmen wachsen nicht. Haben Sie eben bei Buffett gehört, viele der Unternehmen, die wir gekauft haben, haben sich mäßig entwickelt. Manche sind ausgeschieden, sind pleite gegangen, aufgekauft worden. Also ein Mercedes wächst im Prinzip nicht. Viele Unternehmen wachsen nicht. Also Wachstum ist was Seltenes. Zumindest echtes, gutes, gesundes Wachstum. Aber wenn Sie das haben, gefunden haben, dann kann man das natürlich auch anwenden. Man kann auch vielleicht verkaufen, aber eher bei einer deutlichen Übertreibung. Und eigentlich sollte man dabei bleiben. Denken Sie an mich und Amazon oder Buffett. Ja, Buffett macht diesen Fehler nicht, glaube ich. Aber Buffett hat auch einen Error of Omission gemacht. Zwei große, von denen er berichtet. Einmal hat er lange Walmart beobachtet, wollte immer mal wieder einsteigen, hat es nie gemacht. Das ist jetzt vorbei, man kann in Walmart investieren, aber man wird nicht Schiffbruch erleiden, man wird auch keinen besonderen Spaß dran haben, weil sich die Branche gewandelt hat, ist es kein so Top-Investment mehr. Es war aber über 2-3 Jahrzehnte ein Top-Investment. Und das andere war, dass Larry Page bei Buffett und Munger war und ihnen Google erklärt hat. Und die haben gesagt im Nachhinein, das war total easy zu verstehen, eigentlich alles logisch und wir haben es nicht gemacht. Ja. So, also das passiert natürlich jedem, auch einem Buffett. Jetzt haben wir halt die Emotionen, die rauf und runter gehen, die Menschen sind prozyklisch. Das könnte ich jetzt im Einzelnen durchgehen, aber die Masse geht mit dem Markt. Wenn er steigt, wird gekauft, ist man guter Laune, wenn er fällt, ist man schlechter Laune. Sich da abzukoppeln emotional ist 80% oder 70%. Und dann noch ein halbwegs rationalen Umgang mit der Börse zu pflegen. Also das ist sehr wichtig. Warum das so ist, hat die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung auch in den letzten 2-3 Jahrzehnten sehr genau untersucht. Also gibt es viele Begründungen, warum wir tatsächlich uns immer oder die Mehrheit sich manisch-depressiv verhält und mit dem Markt geht. Aber es ist nun mal so, müssen wir wissen. Wenn man dann selber einen ruhigen, festen Stand hat, so möchte ich das sagen, dann kann man ja warten, bis die Börse mal Sonderangebote aufruft. Und dann schlägt man zu. Das heißt aber viel Geduld. Also Buffett sagt, wenn er im Jahr ein Investment findet, dann reicht ihm das. Es ist wie das Krokodil, was im Fluss liegt und das Maul auf hat. Und einmal im Jahr kommt der Fisch vorbei. Dann musst du so machen. Ja, das ist schwer. Gelingt mir auch nicht immer. Gelingt mir immer besser, aber ich musste ein paar Jahrzehnte auf den Buckel kriegen, bevor das, weil ich ja eher auch ein A-Typ bin, der gerne die Dinge auch erledigt und rangeht. Ja, diese Selbstdisziplin ist nicht ohne. Dann nehmen Sie Mercedes. Ja, im Corona-Crash minus 50% von 40 Euro auf 18 Euro. Auch schon mal 60, also 200% minus hier. Und dann mal eben wieder 250% plus. Selbe Unternehmen. Ja, wenn ich jetzt da einen festen Stand habe und weiß, was der Laden wert ist, kann ich da Geld verdienen. Also Mercedes ist nicht eins unserer bevorzugten Investments, weil die Branche auch natürlich Probleme hat, beziehungsweise nicht wissen, was mit der Elektromobilität wird. Aber natürlich kann man auch da Geld verdienen. Es ist ja ein legitimes Unternehmen. Und wenn man dann so einfache Algorithmen für die fairen Werte hat. Ich sage mal, hier nehmen wir durchschnittliche Gewinne und setzen ein Multiple drauf, also quasi ein geglättete Gewinne. Und dann hat man eine Art Kaufschwelle hier, also fairer Wert minus 50% zum Beispiel. Und dann der faire Wert, da würden wir dann so ein Unternehmen verkaufen. LVMH würden wir nicht unbedingt zum fairen Wert verkaufen. Da kann man schnell falsch liegen und nachher ärgert man sich, dass es weg ist. Aber so ein Unternehmen mittlerer Qualität kann man dann schon mal zum fairen Wert verkaufen. Wenn Sie sehen, da hätte man hier kaufen können, da nochmal kaufen können, hier hätte man kaufen können, da die ganze Zeit hier. Naja, und dann hätte man hier schöne Gewinne realisieren können. Hier hätte man vielleicht verkauft oder auch ein bisschen gewartet. Hier dann wahrscheinlich verkauft. Wäre auch gar nicht schlecht gewesen, hätte man wie hier wieder kaufen können. Also das funktioniert wahrscheinlich gut, natürlich nicht immer, hat auch ein paar Voraussetzungen, aber das Bewerten eines Unternehmens ist das Kleinere. Sich überlegen, funktioniert das Geschäftsmodell, wie ist das Management, wie ist die Bilanz, das ist das Schwierigere und auch das Aufwendigere. Deswegen auch da,
obviously great investments, wie Peter Lynch das nannte. Die offensichtlich guten Investments sind gut, weil sie gut sind. Ist zwar langweilig vielleicht, aber ja, das eine ist die Spannung, das andere ist das Geldverdienen. Und die gehen nicht immer Hand in Hand. Wie positionieren wir uns? Nochmal 5 Ratschläge von Buffett. Investieren Sie nur in Dinge, in die Sie kennen und nichts anderes. Punkt. Gehen Sie bei der Qualität keine Kompromisse ein. Lieber 3 Top-Unternehmen zu teuer kaufen als 5 Unternehmen, die saubillig sind, aber die von der Qualität her nicht so gut sind. Nur Aktien, die Sie möglichst ewig halten können. Diversifikation kann schädlich sein. Zu viel Diversifikation ist es auf jeden Fall. Und die besten Investmententscheidungen sind leider langweilig. Das ist so. Wie stellen wir uns auf? Wir rechnen natürlich mit der Deglobalisierung. Also Investments fast ausschließlich aus dem westlichen Einflussbereich. Die politischen Risiken ansonsten sind uns zu groß. Ich werde auch täglich daran erinnert, wenn ich in die Portfolios schaue, da liegt nämlich überall eine satte Position Gazprom. Top-Unternehmen, verdienen so viel Geld wie nie, aber ich komme nicht dran. Das ist gesperrt. Top-Unternehmensqualität, lange Haltedauer, weniger Trades, bis ca. 25 Positionen, mehr nicht, also fokussiert. Die Deglobalisierung ist Fakt, also keine chinesischen Aktien zum Beispiel. Und Warren Buffett hat das jetzt auch nochmal bestätigt vor 2-3 Wochen, als er gesagt hat, er hat eben TSMC verkauft, die Taiwan Semiconductor Manufacturing, der gigantische Chip-Hersteller. Und er sagt, the threat of war was a consideration in his decision to dump the bulk of his 4 billion stake in giant chipmaker TSMC. Also Risiken vermeiden. Oder, wenn ich halt Pokerspieler bin, sehr kalkulierte Risiken eingehen mit einer hohen Upside und einer geringen Downside. Standardtitel, nicht nur, wir haben auch Mittelständler im Portfolio, ich komme später drauf. Hier sehen wir auch die Öltitel, wir haben einen hohen Energieanteil. Das ist eine alte Untersuchung der Commerzbank bei oder kommt direkt bei Privatanlegern in den Depots. Und es zeigt eine sehr schöne negative Korrelation zwischen Depotumschlag und Performance. Je mehr ich trade, desto schlechter die Performance. Gebühren fressen, ich bin mir in meinen Entscheidungen nicht sicher, ich korrigiere meine Entscheidungen und so weiter und so fort, sagt der Value Investor. Ja, wie sind wir aufgestellt? Edelmetalle, also das ist der Max Otte Multiple, das ist der alternative Investmentfonds mit der günstigen Gebührenstruktur, das ist aber ab 100.000, da gibt es natürlich noch die ganz normalen Publikumsfonds. Edelmetalle, Energie und Rohstoffe sehr satt gewichtet, Big Tech weiter, weil die auch in der Zukunft natürlich eine Rolle spielen werden. Konsumgüter, LVMH haben wir eben genannt und sonst solide Mittelständler und sonstige. Das war vor einem guten halben Jahr, mittlerweile sind wir voll investiert, denn wir wollen ja investiert sein, wir wollen ja Geld verdienen. Und so hat sich das bewährt. Bis vor einem Monat ungefähr ist das jetzt die Zahl, also von diesen 5 Säulen sind 4 schon ganz gut angezogen, nur Big Tech hat jetzt im letzten Quartal, im letzten Halbjahr gut nachgeholt, aber ist im 4. Quartal 22 noch deutlich abgerutscht. Wir werden, so wie es jetzt aussieht, an dieser Aufstellung auch nicht allzu viel ändern in nächster Zeit. Über LVMH hatte Benjamin Deutsch schon gesprochen, Top-Unternehmen, jetzt mittlerweile auch wieder nicht billig, aber nochmal, fundamentale Trends stimmen. Gesellschaftlich sehe ich jetzt keinen großen Umbruch zu einer sozialen Marktwirtschaft wieder. Wir sind im Hyperkapitalismus, dürfte weitergehen. Hier ist so ein Unternehmen aus München, was wir seit 2010 im Portfolio haben mit 3.512% Return. Das ist die Atos Software. Jetzt ist sie wieder ein bisschen teuer. Und dann passiert auch das. Die waren natürlich hier oben etwas teuer. Die hat den KGV von 60. Aber wenn Sie einmal so ein Unternehmen haben, wir haben auf den Einstieg eine Dividendenrendite von 30% pro Jahr, dann lassen wir es laufen. Ich kenne den Eigentümer, ich sehe, wie der agiert. Gut, da hatten Sie sich tatsächlich dann mal fast halbiert. Und jetzt sind Sie schon fast wieder beim alten Hoch. Da haben wir nichts gemacht. Und wenn man so ein Unternehmen kennt und weiß, es ist auf Kurs, dann bleibt man auch mal dabei, wenn es ein bisschen teuer ist. Und bei der Qualität keine Kompromisse eingehen.
Hier nehmen Sie den März 2000, Höhepunkt der New Economy, drei Stars der New Economy, oder das andere kannte man noch nicht so. Intershop war damals der Megastar, kennen Sie gar nicht mehr, nur so fast. Namen schon. Ein bisschen schon, doch. Stefan Schambach aus Thüringen war also das Unternehmen der New Economy. Das hat jetzt mittlerweile 99,94% Minus Total Return. United Internet, der Dommermuth ist ein guter Unternehmer, die waren auch schon mal höher, haben jetzt auch wieder so eine Rutschpartie. Qualität des Geschäftsmodells mittel, aber Top-Management, immerhin hätte man machen können, hätte man vielleicht auch mal aussteigen können. Mittlere Qualität, Top-Qualität hier, das sind dann eben die Unterschiede. Bei der Qualität keine Kompromisse eingehen für Selbsthandelnde. Wir hatten auch Zalando drin. Wie gesagt, ich habe vorher die Verantwortlichkeiten etwas anders verteilt gehabt. Sicherlich nicht uninteressant. Ich hatte eine gewisse Skepsis, habe das aber durchgewunken. Ja, und dann haben wir tatsächlich, oder habe ich dann die Reißleine gezogen, habe es verkauft. Zwischendurch, das kann auch durchaus irgendwann wieder im Plus stehen, aber da scheint mir die Qualität nicht ausreichend. Das hier sind sicherlich qualitativ jetzt nicht sehr hochwertige Unternehmen, weil es Zykliker sind, die hängen am Ölpreis, aber natürlich recht sichere Unternehmen. Es ist keine LVMH, es ist keine Nestlé, es ist keine Microsoft, aber die Qualität ist ausreichend, und vor allem werde ich öfter mal gefragt, ja, was ist denn mit Total oder BP oder so? Ich sage, ja, kann man auch machen, aber die Amerikaner haben das größere Militär und hier geht es um Geopolitik. Hier geht es um Geopolitik und um Sicherung von Ressourcen. Und gestern habe ich es im Flughafen noch gesehen, NTV, ich habe auch, konsumiere auch sonst kein Fernsehen und so. Ein Analyst sagte, der Ölpreis ist noch viel zu niedrig. Können wir richtig liegen, können wir falsch liegen? Ich denke, wir liegen richtig. Gibt es viele Argumente für, habe ich jetzt die Zeit nicht für. Bei Barrick Gold sind wir drin. Auch ein alter Bekannter, ich kenne das Unternehmen seit vielen, vielen Jahren. Da sind wir eingestiegen, also dürfte sich auch verdoppeln. Also Barrick Gold und die Ölkonzerne sind keine dauerhaften Wachstumsunternehmen. Das sind Investments, die man vielleicht nicht ewig hält, aber vielleicht 4, 5, 6, 7 Jahre, je nachdem. Das wäre mal so ein Horizont. Spannendes kleines Unternehmen. Tonnellerie François Frère. Wer kennt die? Außer von. Also sind relativ markteng, muss man vorsichtig rein. Also ich handle da auch nicht mehr. Die Position ist seit langem aufgebaut. Muss man Limits setzen, weil es nicht so viele Stücke gibt. Aber Marktkapitalisierung sind auch 1-2 Milliarden, also nicht ganz klein. Französisches familiengeführtes Unternehmen, die machen Rotweinfässer. Und dann haben sie irgendwann Whiskyfässer dazu gekauft in Schottland, dann Bourbon. Also das ist ein Fasshersteller. Scheint mir relativ krisensicher zu sein. Aber ist schon was Spezielleres. Aber sowas machen wir dann auch mal gerne wie TFF oder wie die Atos Software. Hier nochmal unser Bewertungsschema für Nestlé. Die Gewinne sind zum Teil eingebrochen. Hier waren Sondergewinne durch den Verkauf von Alcon, hatten die einen einmaligen höheren Gewinn, deswegen ist die Schwelle hier höher. Hier hätte man überall kaufen können, hier hätte man nirgends kaufen können. Jetzt kommen wir so langsam wieder in Richtung der Kaufschwelle bei Nestlé. Also ist auch nicht uninteressant. Sind nicht so dynamisch wie Microsoft, aber durchaus. Und jetzt habe ich Ihnen zum Schluss noch unser größtes Investment mitgebracht, auch altbekannt, langweilig, aber wie gesagt, die Frage ist, will ich Geld verdienen oder will ich Spannung? Im Zweifelsfalle dann doch lieber Geld verdienen. Die Berkshire. Und wenn man das so sieht, seit 1987, also haben wir 15.000, 16.000%. Von 64 sind es dann besagte 3,7 Millionen, das sind 20% per annum. Und aus einem Dollar wären im Laufe der 60 Jahre 3,8 Millionen geworden. Wollen wir mal sagen. Das sechstgrößte Unternehmen der USA, 700 Milliarden Marktkapitalisierung, 1 Billion Bilanzsumme, Eigenkapital immerhin 500 Milliarden. Und Buffett hat gesagt,
unter einer Marktkapitalisierung von 380 oder 400 Milliarden kauft er zurück. Das Unternehmen ist geteilt in operative Segmente, also Unternehmen, die Berkshire ganz besitzt, quasi wie ein Private Equity Unternehmen, Unternehmen, die man ganz gekauft hat. Und das sind über 100 mittlerweile, also ein riesiger Mischkonzern, wenn Sie so wollen, aber extrem dezentral. Buffett setzt auf Vertrauen, auf Qualität, auch bei seinen Managern. Und angefangen hat er eben als Aktienportfolio. Da ist die besagte Apple, wo es ja unterschiedliche Meinungen zu geben kann. Buffett sagt, it's the best business we have. Dann die anderen, er muss nicht recht haben. Also das Aktienportfolio und die ganz gehaltenen Unternehmen. Wie bewerte ich das? Man kann das aus den Jahresberichten Mitte der 90er bei Buffett herausdestillieren, was da, wie er das macht. Er nimmt den Buchwert seiner Investments, also wie sie in der Bilanz stehen, der Aktieninvestments, plus Liquidität, freie Liquidität, da hat man auch so 130 Milliarden rumliegen, was in der nächsten Krise ganz hilfreich sein könnte, wenn man auf Einkaufstour geht. Und dann macht er auf die operativen Geschäfte, macht er einen Multiplikator von 12 auf das Vorsteuerergebnis. Fertig. Einfach. Einfache Bewertung. Und da kommt er dann raus bei einem Gesamtwert der A-Aktie von 610.000 Dollar. Im Moment sind wir bei 470.000 Dollar. Das macht eine Upside von 30%. Und vor allem habe ich die Option, wenn es rumpelt, dann kann er seine Stärken voll ausspielen, der Herr Buffett, und kann die 120 Milliarden, die er liegen hat, einsetzen, um Unternehmen zu kaufen. Denn er kann ja sowas, er kann sich ja an der Deutschen Bank nicht beteiligen oder an der BASF oder an irgendeinem DAX-Konzern. Die sind alle viel zu klein für ihn. Wenn er anfängt, da mal 1, 2, 3 Milliarden zu kaufen, treibt er sofort den Preis in die Höhe. Und er muss eigentlich auf einen Schlag 30, 40 Milliarden investieren, damit es überhaupt noch Sinn macht. Sie müssen sich vorstellen, was der Mann für eine Geduld hat mit diesen 120 Milliarden, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt mal einzusetzen. Also das ist im Moment unsere größte Position. Wenn man das hier sieht, nach unserer Methode oder der Buffett-Methode, die wir abgeleitet haben aus seinen Geschäftsberichten, hier war der faire Wert. Man war meistens unterbewertet und hier haben wir eben immer noch einen schönen Gap dazwischen. Ganz wichtig, hören wir philosophisch auf, das ist der sogenannte Circle of Competence, drei konzentrische Kreise. In der Mitte ist das, was Sie wissen, was schon mal viel. Draußen ist das, was Sie nicht wissen. Manches, was Sie nicht wissen, können Sie auch gar nicht wissen, kann ich auch nicht wissen. Manches könnte man wissen, hat aber nicht die Zeit. Aber das ist das, was wir nicht wissen. In der Mitte ist das, was Sie glauben zu wissen, aber nicht wirklich wissen. Da passieren die Fehler. Also bitte auf das beschränken, was Sie wissen. Vielen Dank. Herr Professor Dr. Otte, super Vortrag. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, man hat in diesem Vortrag jetzt wirklich ganz klar auch gesehen, welche unterschiedlichen Handelsansätze ja gibt. Ja, also Warren Buffett, ja, ist Milliardär, aber Stan Druckenmiller zum Beispiel, ist das ein Value-Investor oder ist das ein Makro-Trader zum Beispiel? Ich glaube, wir alle wissen es, ist ein Makro-Trader, ja, ist auch Milliardär, gehört auch zu den reichsten Menschen der Welt. Also die Ansätze, die man verfolgt in den Finanzmärkten, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich glaube, das haben wir heute wirklich ganz klar gesehen. Rohstoffanteil haben wir ja mit 32% mit dabei. Das ist primär ja da, wo wir derzeit unterwegs sind. Weil wenn man eben mit den Zyklen arbeitet, dann haben wir ja gelernt, dass wir in einem inflationären Zyklus sind. Ja? Und in einem inflationären Zyklus hat man natürlich eine Outperformance von Rohstoffen, weil die natürlich inflationsbereinigt besser dastehen, wie jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, was in der Realwirtschaft arbeitet und dem nicht, sage ich jetzt mal, von der Inflation unbedingt viel profitiert. Ja, man hat Unternehmen gesehen, wie die LVMH und Co., die haben jetzt profitiert davon. Die haben profitiert von den Preissteigerungen, die sie an die Konsumenten weitergeben konnten. Aber irgendwann ist die Inflation so hoch, dass auch diese Unternehmen natürlich irgendwann diese Preissteigerungen nicht mehr weitergeben können. Ja, und dann wird es auch hier natürlich ein Problem geben bezüglich der Outperformance gegenüber Rohstoffen zum klassischen Aktienmarkt. Okay? Das will ich nochmal einfach hinzufügen. Und was, glaube ich, nochmal zum Ölpreis, super, also wir sind ja komplett der gleichen Meinung, Herr Dr. Otte, dass der Ölpreis langfristig gesehen Geopolitik am über 200 Dollar steigen wird. Also sehen wir genau gleich. Nur was uns halt eben hier wieder unterscheidet jetzt gerade, also Value Investing und eben ein bisschen mehr Makroansatz, mehr Timing, dass wir einfach die Ölpreise derzeit nicht unbedingt steigen sehen, sondern erstmal weiter fallen sehen aufgrund der Nachfragedynamik, die wir auch gestern durch den ISM-Index gelernt haben.
Das sind eben die Unterschiede. Ja? Also ihr müsst euch einfach wirklich selber im Klaren sein, alle, was will ich? Ja? Will ich Value Investing machen? Okay, das ist total cool und auch geil und man kann mit Milliardär werden. Aber man muss halt Volatilität aushalten. Und Volatilität bedeutet Schmerzen kurzfristig, also kann auch Jahre dauern, haben Sie ja perfekt geschildert. Da darf ich vielleicht gerade eine, ich habe mal eine Dame beraten, die hatte aus einer Scheidung Abfindung bekommen und dann waren wir kurz vor der Finanzkrise. Und dann habe ich gesagt, wir investieren jetzt mal ein bisschen und dann investieren wir noch ein bisschen mehr. Und dann war es so Herbst 2008 und dann war die sehr ruhig und gelassen, auch noch bis in den Dezember hinein. Und im Januar merkte ich, wie sie nervös wird. Ich dachte, ach du liebe Zeit. Und dann Februar, bitte, bitte, bitte durchhalten. Und März schreibt sie mir, ich habe jetzt alles verkauft. Und das war natürlich der Tiefpunkt. Also Volatilität, das zerrt an den Nerven. Das zerrt an den Nerven. Und deswegen, da müsst ihr euch bitte wirklich im Klaren werden. Ja, was möchte ich machen? Und ich selber, ihr wisst es ja, ich bin natürlich mehr in der Makro-Trading-Schiene. Deswegen, ich sage immer Stan Druckenmiller, Paul Tudor Jones, Felix Zulauf. Ja, das sind so die, meine persönlichen Legenden, meine persönlichen Riesenvorbilder. Weil die eben etwas machen, was mich eben fasziniert. Die arbeiten mit den Zyklen. Ja, und das ist einfach, jeder weiß, dass wir brennen dafür. Und wir sind einfach eben, ja, der Meinung, dass Zeithorizont ein Riesenthema ist, ja, und wir arbeiten das ja immer mehr aus, das habt ihr alle mitbekommen bei Invest in Best und man kann viele Dinge verpassen. Ja, Amazon zum Beispiel, das war ja ein geniales Beispiel und das passiert einfach mal. Ja, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, aber es gibt so viele Investmentchancen da draußen, ihr seht es ja, es kommen immer wieder neue Dinge rein und ich glaube, nicht auf ein Ding fokussieren, sondern einfach offen bleiben für alle Dinge und spontan sein. Und einfach immer Gas geben und immer an den Märkten weiterarbeiten. Das macht am Ende auch Warren Buffett erfolgreich, Stan Druckenmiller erfolgreich, Felix Zulauf und wie sie alle heißen. Aber den Ansatz, wie jeder von euch dran geht, das müsst ihr vollkommen für euch selber entscheiden. Das ist das Wichtigste. Das Schöne beim Investing ist ja, ich spiele ja nicht gegen einen Gegner oder ich spiele nur gegen mich selber. Und da kann ich immer besser werden. Absolut richtig. Super. Wie sehen Sie Value Investing mit Änderungen in Finanzpolitik im Sinne von, vielleicht ändert sich in Zukunft was, dass Zentralbanken nicht mehr allzu viel Geld drucken, nicht mehr allzu viel Geld in die Wirtschaft pumpen? Wie weit wird das auf Value Investing Einflüsse haben? Was ist Ihre Also auf die Grundidee des Value Investing gar nicht, auf die verfügbaren Investments natürlich massiv. Also wenn Sie eine Art Banken, Zentralbank, Planungswirtschaft reinkommen. Deswegen sind aber trotzdem natürlich Larry Page und Bill Gates und Sergey Brin und Elon Musk wichtige Akteure. Das heißt, wenn sie mit denen auch in der neuen Welt in einem Boot sitzen, kann das so verkehrt nicht sein. Also, aber zum Beispiel haben wir keine Banken im Portfolio, weil da einfach so viel Gegenwinde sind, ob das von der Digitalwährungen ist, ob das von der Regulierung ist, ob das von der Schuldensituation ist. Banken haben wir nicht, Punkt. Man muss eben nicht alles machen. Wie sagt Buffett, sein bestes Analyseinstrument ist ein ganz großer Papierkorb, der links neben dem Schreibtisch steht. Da kommen fast alle Investmentideen rein. Und das reicht aber, wenn Sie 5 oder 10 finden. Sonst noch irgendwelche Fragen? Eine spannende Frage, glaube ich, auch. Elon Musk, das haben wir gestern auch schon angesprochen gehabt. Elon Musk, ich bin ein riesen bekennender Elon Musk-Fan im Sinne von, was er mit unternehmerischen Tätigkeiten leisten kann. Und da muss man eine Sache sagen, Dr. Elsass hat es gestern formuliert, sie in eine ähnliche Richtung rein geschlagen schon. Man muss sich immer die Person anschauen, ganz egal bei dem Unternehmen, bei dem Investing, wer der Umkreis ist, wer da investiert. Warren Buffett, für sie ein großes Vorbild. Und wer da dahinter auch noch für sich steht. Gell? Und nachher natürlich kann man sagen, Tesla, okay, hat seine schönsten Zeiten schon gesehen. Vermutlich, oder es kann sein, dass da runtergeht, aber nichtsdestotrotz kann ja diese Person, wenn ich sage, ich bin da überzeugt von dem Scheinmann, was er sonst halt noch macht. Und da sieht man beispielsweise jetzt bei Elon Musk, Neuralink, SpaceX, und da sieht man da schon Möglichkeiten, was da sich irgendwo auftun. Und wenn einer es einmal geschafft hat, Henry Ford, wenn einer es einmal geschafft hat, dann wird es immer wieder in der Form schaffen, weil er so gewissermaßen den Neuralink, erfunden hat. Und da, glaube ich, kann man immer wieder ein bisschen sich orientieren lassen bei vielen Investmententscheidungen unternehmerischer Natur. Der Elon Musk ist natürlich wirklich ein Phänomen. Und mit Twitter hat er gesagt, hat er die I bought the largest non-profit in the world. Also, aber auch mit Twitter, Twitter ist, die Bots, die KI durchdringen alles so massiv. Es kann sein, dass Twitter eine der wenigen Ausnahmen ist, wo noch menschliche Kommunikation unverfälscht möglich sein wird. Also er gibt sich sehr viel Mühe, da die Bots rauszudrängen. Und
ich war, also man, Elon Musk, da gibt es Licht und Schatten, nicht was die unternehmerische Leistung angeht, sondern was die Person angeht. Das muss man sehen, aber mit Twitter hat er eine große Sache gemacht und vielleicht zündet auch das Ding. Nur das ist extrem selten. Die meisten haben ihr Vermögen mit einer einzigen Idee gemacht. Also Serial Entrepreneurs im engeren Sinne. Es gibt vielleicht Leute, die Geschäftsmodelle aufgesetzt haben, so in der, das schnell an die Börse gebracht haben und das ein paar. Das sind dann aber eher Marketing-Leute. Also wirklich Serial Entrepreneurs, die mehrere Unternehmen groß gemacht haben, gibt es nicht sehr viele. Also nehmen Sie die Aldis oder nehmen Sie Daimler oder Benz oder Microsoft. Ich meine, wäre Bill Gates in Microsoft drin geblieben, er hält nur noch 2%. Wäre heute reicher, als er jetzt ist. Also. Elon Musk natürlich im Zusammenhang, glaube ich, sehen stärker als Marketingunternehmer als wir als großen Entwickler. Aber ich denke, er hat ganz, ganz stark verstanden, einfach die Natur des Menschen. Und das ist im Grunde ja Marketing. Haben wir gestern von Tom Zofko ganz stark gehört, was sich da jetzt tut. Oder Christoph, von dir. Natürlich wäre es ganz interessant, einmal zu schauen, wie Twitter Elon Musk die Person einmal anzuschauen, wie das in deiner Sicht ist, wie da die Daten sein. Aber man muss sich einfach anschauen, glaube ich, Menschen, was Menschen verstehen, wie sie agieren, wie sie handeln, weil die Psyche des Menschen, glaube ich, verstanden hat, ist eigentlich irgendwo auch der beste Investor. Und dann wird das irgendwo immer in eine Richtung reingehen. Mein Name ist Angelika. Ich habe eine kurze Frage bezüglich Menschen, Emotionen und so weiter. Sie haben ja gesagt, dass die Dame ihre Aktien im März alles verkauft hat. Wie gehen Sie da um mit den Emotionen von der Mensch oder wie gehen Sie da um? Wenn Sie wissen, dass der Kunde, Sie wissen ganz genau, das war ein großer Fehler, was machen Sie da? Und beziehungsweise noch ganz andere Frage, wie reagieren dann, weil nicht alle Kunden sind geschieden und Single, sondern wie reagieren dann die Partner auf solche Verluste oder weil die Gewinne, ja genau, ist jeder... Eheberatung wäre vielleicht auch noch ein Geschäftsmodell. Machen wir auf Investorfest Eheberatung. Also gut, das ist jetzt, das Zweite ist vielleicht dann wirklich ein Thema für einen Psychologen. Bei der Dame hat es mir natürlich sehr leid getan. Die hatte noch Reserven und ich habe, das ist jetzt auch 15 Jahre her, ich habe das vielleicht unterschätzt, weil ich meine eigene Persönlichkeit natürlich, aber ich habe, natürlich lege ich offen, das machen wir, wenn sie es langfristig machen, ist so und so. Man lernt dazu, klar. Also was soll ich in dem Fall machen? Ich habe gefleht, bitte bleiben Sie dabei und irgendwann schreibt sie mir, nee, ich habe jetzt alles verkauft und habe jetzt nur noch Gold gekauft und dann war sie happy. Dann war sie erstmal happy, Verlust realisiert. Also in dem Fall konnte ich nur es bedauern und was soll ich machen? Ich kann Ihnen sagen, warum ich das frage. Ich bin nämlich die Ehefrau von Benjamin. Also das hat einen persönlichen... Also das Einfachste ist, das geht. Sie machen so eine Art Gütertrennung und Sie machen Ihr eigenes. Hab's mich nicht fragen getraut, deswegen. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, großen Applaus für den Vortrag nochmal, ja. Also. Ja.